Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 37 Tage bis Ostern. Heute schauen wir uns an, was Lydia erlebt hat oder Paulus mit Lydia. Dieser Paulus, der in Troas eine Vision hatte, eine nächtliche Vision, die Gott oder der Heilige Geist ihm geschenkt hat, mit im Bild einen Mann gesehen, der sagt, komm nach Griechenland, hilf uns. Und so geht er. Und seine erste Anlaufstelle ist Philippi. Eine pulsierende Stadt, aber ohne Synagoge. Also hat Paulus nicht seinen üblichen Anlaufort, aber er findet eine Gebetsstätte, der von jüdischen Frauen, nur Frauen, vielleicht sind sie verheiratet mit griechischen Männern, wer weiß, die Männer fehlen. Mit dabei ist Lydia, eine Gottesfürchtige, so nannte man sie damals. Sie war nicht zum Judentum übergetreten, aber sie glaubte an den Gott, der ihr helfen kann. Anders als diese anderen Götter in ihrer Umgebung. Paulus stellt also diese Frage Gottes in seinen Worten, die Gott dem Adam gestellt hat. Wo bist du? Wo bist du, Lydia? Und Lukas fasst es in sehr, sehr einfache Worte. Er sagt einfach, er schreibt einfach, da ging ihr das Herz auf, als sie von Jesus Christus, dem Heiland, hörte. So lese ich aus Apostelgeschichte 16, Vers 14. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass die Worte des Paulus sie gerne aufnahm. Die christliche Gemeinde, ja, sie wächst. Sie wächst schneller als erwartet. Sie wächst aber auch durch Widerstand. Einerseits ist da diese reiche Frau, die Lydia, die Purpurhändlerin. Purpur war wahrscheinlich so wertvoll wie Gold damals. Sie gehörte zur absoluten Oberschicht. Das sieht man auch daran, dass sie in Philippi ein Haus hatte. Ein Haushalt, das war schon so etwas wie ein, mindestens heute mal ein mittelständischer Betrieb mit vielen Angestellten, also Sklaven und natürlich auch den Minderjährigen. Minderjährige und Sklaven hatten dieselbe Rechtsstellung. Und so kam es, dass Lydia ihre Machtsituation nutzte, um das Evangelium zu ihrem Haushalt zu bringen und ließ sie alle taufen. So soll es sein, dass auch schon die Kleinen getauft werden, selbst wenn sie es noch nicht verstehen, in den Verheißungsraum des Wortes Gottes kommen, seiner Verheißungen und aufwachsen in einem Rahmen, wo sie es erleben, dass dieser Gott bei ihnen ist. Die Gemeinde wächst durch Widerstand, denn es kommt noch ein Sklavenmädchen zum Glauben, das nicht zu Lydias Haushalt gehört, ein Sklavenmädchen, das von einem dämonischen Geist besessen war, frei wurde davon und frei wurde da in die Gemeinde zu kommen, sodass die Gemeinde von Anfang an ein ganz gemischter Körper war, wo Menschen hinzukommen konnten, egal aus welchem Milieu, egal aus welcher, mit welcher Vorbildung, egal mit welcher Voreinstellung hinzukommen konnten, weil vor Gott wir alle gleich wertvoll sind. Und auch diese Sklavin hat es also erlebt. Die Antwort auf die Frage, wo bist du? Und sie kam und sie wurde ebenfalls getauft. Und so stellt Gott dir vielleicht heute die Frage, wo bist du? Nimm dir 15 Minuten Zeit wieder und lese aus Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 9 bis 15 und spüre dem nach, welcher Vers dich besonders anspricht. Rede über diese Worte mit Jesus und rede mit Jesus Christus über die Frage, wo bist du in deiner Gemeinde, egal wo sie ist. Sprich mit Jesus, was deine Gaben sind, um
das Evangelium zu den Menschen zu bringen, um diese Frage in die Welt zu tragen: Wo bist du? Wo bist du in der Gemeinde? Besprich es mit Jesus, und es wäre wunderbar, wenn du das mit deinem Pfarrer, deiner Pfarrerin in deiner Ortsgemeinde die Ergebnisse teilst, in aller Kürze, damit dieser Impuls, den der Heilige Geist dir vielleicht in diesen 15 Minuten gegeben hat, damit dieser Impuls nicht stecken bleibt, nicht ausläuft, sich ausläuft, sondern dass es ein Impuls ist, wie Paulus die Vision in Troas hatte und so die erste Gemeinde in Philippi wachsen konnte. Eine gesegnete Zeit wünsche ich aus Dilbrecht.